Umgang mit Fragilität anderer. Fragilität heißt Zerbrechlichkeit. Und es gibt manche Menschen, die haben eine sehr fragile Psyche. Das heißt, wenn man sie etwas zu sehr überfordert, dann brechen sie zusammen oder fangen an zu weinen. Wenn man sie kritisiert, dann zerfallen sie irgendwo im Sinne von, sie fangen an zu weinen, sie kommen einen Tag nicht mehr zur Arbeit, sie sind deprimiert. Wie gehst du damit um? Das Wichtigste wäre, respektiere die Fragilität der anderen. Wirf ihnen nicht noch zusätzlich Fragilität vor, sondern behandle sie etwas freundlicher, etwas ruhiger. Was auch hilfreich ist, gehe auch nicht auf jede Stimmung ein. Manchmal sagst du etwas und dem anderen liegt es nicht und er fängt vielleicht an, irgendwo die Kinnlade runterfallen zu lassen oder geht an seinen Arbeitsplatz und ist erstmal ein bisschen eingesunken. Oft ist gut, lass den anderen. Wenn du mitfühlend und freundlich gewesen bist und er trotzdem so reagiert, okay, soll er so reagieren, wird sich auch wieder beruhigen. Wenn du natürlich etwas zu vehement gewesen bist, dann bitte um Entschuldigung und erkläre dem anderen, so habe ich es nicht gemeint. Im Allgemeinen, wenn du einfühlsam und sensibel mit dem anderen umgehst, wird er Schritt für Schritt Vertrauen bekommen und wird etwas stabiler auch werden. Und wenn er oder sie merkt, dass Fehler nicht so schlimm sind, dass er ruhig mal sich blamieren kann und das nichts ausmacht, wird ihm auch helfen. Und wenn du ihn oder sie deinen Respekt und deine Wertschätzung, also wenn er oder sie deinen Respekt, deine Wertschätzung erfährt, egal was er macht oder nicht macht, dann hilft das auch der Stabilität. Fragilität ist zum Teil etwas Angeborenes, eine angeborene Temperamentfrage. Zum Teil ist sie erworben, weil Menschen keine beständige Liebe in der Kindheit erfahren haben. Zum Teil ist sie entstanden durch eine traumatische Erfahrung. Du musst jetzt nicht den Grund kennen, du musst ihn auch nicht ergründen. Nimm es einfach zur Kenntnis, dass die Fragilität des Menschen auch ihre Gründe hat und dass du sie respektieren kannst, aber dich nicht davon beherrschen lassen musst.